Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Und das ist die Freitagsfolge, genau, heute ist ja Freitag. Und ich habe zwei Sachen. Einmal die Bahn, die können wir nochmal umbauen, da habe ich eine andere Idee für. Das wundert mich eigentlich, dass es noch gar nicht über die Kommentare gekommen ist. Und das Pferd, was hier hinten steht, das ist ja auch, hat ja auch jemand in den Kommentaren geschrieben, da ist ein Pferd ausgebüxt, bla bla bla. Das steht schon Ewigkeiten hier unten. Das steht schon super lange hier unten, das Pferd. Das ist, ich weiß nicht, von wann das ist. Das ist irgendwann mal hier unten gespawnt. Das ist nicht mein Pferd. Und das ist auch kein Skelettpferd. Aber da ist ein Zombie und der hat ein Ei in der Hand. Gib mir mal dein Ei. Los, her damit. Sehr schön, danke für dein Ei. So, ich gehe jetzt erstmal eine Runde schlafen, damit es wieder Tag wird. Damit die ganzen Zombies und so weiter alle jetzt verbrennen. Burn. Dann können die alle mal runterburnen. Ihr habt hier ein ganz kleines Problem, ne? Oh, was war das denn? Aua, von wo kam das? Ah, von da oben. Ja, ist ja gut. Chill. Du kannst ja da oben weiter rumschießen. Das ist mir ziemlich egal. Ich gehe jetzt ins Haus. Dann kannst du eh nichts mehr machen. Ha, 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 ha. So, außer er ist runtergesprungen, dann würde er mich natürlich verfolgen. Ist er aber nicht. Und er kommt jetzt auch nicht weiter rein. So, die Geschichte ist, was habe ich an den Bahnschienen? Was können wir an den Bahnschienen noch ändern? Ganz einfach. Eine ganz wichtige Kleinigkeit, die ich auch nicht bedacht habe. An die ich auch nicht überhaupt, also nicht nur nicht bedacht habe, sondern überhaupt nicht dran gedacht habe, ist Folgendes. Ist Folgendes. Eine Antriebsschiene, wenn die nicht aktiviert ist, bremst sie ja. Ne? Das ist ja eigentlich auch noch so eine ganz kleine Geschichte, dass eine Antriebsschiene, die nicht an ist, bremst. So, jetzt passt mal auf. Also so, das fiel mir so ein. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, ob das wirklich funktioniert. Aber das fiel mir ein. Und das wollen wir mal schauen, ausprobieren. Wurde ja gesagt, ich wiederhole, oder was heißt gesagt? Ich weiß, dass ich mich teilweise wiederhole. Das hängt halt damit zusammen, dass mir die Worte teilweise fehlen. Und ich dann halt gucke, wie kann ich das irgendwie überbrücken. So, jetzt kommt das nämlich hierher. Und jetzt bleibt das auf der Antriebsschiene stehen. Weil sie ja keinen Antrieb mehr kriegt. Ah, okay. Das funktioniert also nicht. Ha. Das ist ärgerlich. Ich dachte, das würde funktionieren. Ich hätte jetzt gedacht, dass das klappen würde aufgrund... Der muss eine... jetzt einfach nur dagegen, da drauf reicht nicht, dass sie dann wieder losfahren kann, ne? Ne. Hä? Wieso bleibt es jetzt? Ach so. Ach, weil ich das Redstone-Signal ausgemacht habe, ist sie stehen geblieben? Das ist ja witzig. Ja. Ach so, nee, der Schwung hat nicht gereicht, um sie über die Schienen komplett rüber zu bringen. Und weil das Redstone-Signal dann aufgehört hat, hat die Schiene halt eine bremsende Wirkung gehabt. Okay, gut. Ich dachte, das würde so gehen, aber das funktioniert anscheinend nicht, weil die Lore muss wohl irgendwo gegengefahren sein, damit sie dann wieder aktiviert werden kann. Also grundsätzlich muss es dann halt, muss es dann wohl so aussehen, dass die Lore, wenn sie von hier kommt zum Beispiel, zack, dann lassen wir sie dagegen rollen. Jetzt steht sie da an dem Block und jetzt wird sie wieder wegfahren können. Das würde gehen. Ha, okay. Guti, dann würde ich sagen, bauen wir das mal, wa? Dann würde ich sagen, bauen wir das mal, um zu schauen, wie das funktioniert. Vorher können wir aber nochmal gucken, was die anderen Felder jetzt eigentlich machen. Wie weit die so sind. Da ist ja eigentlich alles, da in der Anlage ist alles tutti. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen, bis sie komplett durchgewachsen sind. Ne? Ja, die brauchen noch, bis sie durchgewachsen sind komplett. Und oh, wo kommst du denn auf einmal her? Dich hatte ich jetzt ja gar nicht gesehen. Aber noch rechtzeitig gemerkt, dass da jemand ist. Krass, den habe ich ja überhaupt gar nicht gesehen.
Da stand er auf einmal vor mir, der olle Creeper, und einfach mal explodieren zu wollen. Wahnsinn. Habe ich eine Schaufel dabei? Nee, habe ich auch nicht. Das heißt, da müssen wir nochmal zum Haus gleich zurück. Ich wollte mal kurz gucken, wie weit das Gras ist. Es braucht noch 2, 3 Blöcke, dann ist es oben angekommen. Dann kann ich nämlich auch die ganze Treppe und alles entfernen. Ist nicht dein Ernst, oder? Noch irgendwie? Da ist noch ein Schaf draußen. Die sind hier aber auch, ich glaube, der Eingang ist zu klein. Da kommen die nicht anständig rein und raus. Es sind mittlerweile auch schon zu viele Schafe geworden. Ja, ich glaube, das hier ist, das ist zu eng. Gehen wir mal aus dem Weg. Muss das mal abbauen. Dann können die besser rein und raus laufen. Dann drängeln sie sich nicht so vorm Eingang. Wisst ihr, das sah zwar schön aus mit dem Birkenzaun. Aber das führt halt dazu auch leider, dass die sich da drin rumquälen und sich gegenseitig wegschubsen und so weiter und so fort. Und das ist nicht gut. Was wollte ich jetzt eigentlich als nächstes machen? Achso, ich wollte eine Schaufel holen. Genau, wir wollen eine Schaufel holen. Oder bauen. Ich weiß es nicht, ob ich eine habe. Ich glaube, ich müsste noch eine Diamantschaufel haben, ne? Die können wir mal aufbrauchen. Dann ist die nämlich auch komplett weg. Genau, hier ist noch eine Diamantschaufel. Dann würde ich drüben nochmal schnell, habe ich, die habe ich dabei. Dann können wir nämlich mal kurz ein paar, 1, 2 normale Steinschaufeln noch bauen. Und dann würde ich nämlich unter der Anlage den Bereich schon mal ausbuddeln, wo die Schienen entlanglaufen sollen. Beziehungsweise wo das ganze System dann irgendwie arbeiten soll. Das werden wir jetzt mal ein bisschen ausprobieren und mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ihr habt ja auch geschrieben, dass ich auf jeden Fall unter die Kiste dann auch einen Hopper brauche, damit es dann, damit wenn ich dann eine Lore habe mit einer Kiste drauf, dass es dann halt da reingeladen wird. Da war bestimmt ein Enderman zugange. Oh, guck mal, hier komme ich gar nicht rüber, ne? Hier muss ich hier vorne so entlang laufen. Zack, 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 alles klar, hallo. Und dann würde ich nämlich hier vorne jetzt erstmal diese Geschichten alles bauen, was wir hier vorne brauchen zum, für die Loren und so weiter, dass die hier entlang fahren können. Der ganze Kram kommt auch erstmal weg. Die ganze Redstone-Geschichte, die Kolben lasse ich drin, einfach aus dem Grund, weil ich will das schon irgendwann nochmal bauen mit den Kolben. Aber jetzt für den Anfang brauchen wir das erstmal nicht. Das kann erstmal komplett alles wieder raus. So, was wir jetzt hier natürlich brauchen, ist erstmal Platz. Wir brauchen Platz, damit die Loren hier auch entlang fahren können. Und ich muss teilweise solche Geschichten hier, muss ich jetzt erstmal wieder, muss ich zumachen, dass ich hier nicht absaufe, wenn ich mich hier durchbuddel. Ich glaube, ich brauche schon mindestens diese drei Blöcke. Zu den Kisten brauche ich Platz. Damit dann hier, ich muss ja dieses ganze Schienensystem aufbauen, ne? So wie ich das vorhin, oder was heißt vorhin, so wie das ja vorhin auch aussah. Damit er da unter die Lore entlang fahren kann. So, und das kommt mal alles weg. Das machen wir mal ein bisschen großzügiger hier weg. Dieser Bereich, weil hier kommt dann die Lore eigentlich, hier kommt sie rein, sozusagen. Dann kommt das hier noch alles weg. Ich glaube, wir müssen locker, naja, 2 Blöcke, wenn nicht sogar 3, um das aufzubauen, müssen wir schon nach unten gehen, ne? So, das hier alles weg. Hier noch ein bisschen weiter rein. Ja, das wird also wieder, das wird auf jeden Fall ein lustiges Gebuddel. Und ich muss auch gucken, wie ich das mit den ganzen Timings mache. Wann welche Lore wie reinfährt. Ich glaube, hier können wir noch so ein kleines Stück gehen. Aber hier würde ich dann auch schon wieder gerne rausgehen aus der ganzen Geschichte. So. Ich brauche mindestens... Achso, warte mal. Dann kann das drin bleiben. Weil wir müssen ja auch irgendwo wieder... Wir müssen ja auch irgendwie wieder rauskommen in der Lore. Dann kommt das noch weg.
Und dann ist das der Bereich, den ich jetzt aufschaufel, wo ich dann halt meine ganzen Schienen reinlege und so weiter und so fort. So, das wird auch gleich anständig. Also ich will das auch dekorativ haben. Das bedeutet, hier werde ich dann noch ein bisschen, also das ist jetzt erstmal, das ist das, was später auf jeden Fall auch überbleiben wird. An Bereich, oder das ist der Bereich, den ich frei brauche. Hier unten wird die Lore drin rumfahren. Und aber so links und rechts möchte ich es so ein bisschen schön bauen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich könnte mir, wo ich gerade hier so die ganze, obwohl vielleicht haben wir ja, naja, Ton dafür, Ton habe ich nicht genug. Wir könnten das schön mit Ziegelstein machen, ne, an der einen Seite. An der einen Seite mit Ziegelstein. Unter der Anlage könnten wir schön Fichtenholz nehmen. In der Mitte, also auf den, also die Schienen, die Bahn soll schön auf grauer Wolle fahren. Das habe ich auch bei einem anderen YouTuber gesehen. Der hat die graue Wolle immer genommen, um da dann die Gleise drauf zu legen, weil die graue Wolle den Trichtern sehr nahe kam, also sehr nahe kommt von der Farbe her. Und das dann halt ja schön aussah, weil das passend ist, stimmig ist von der Farbe her. Ne, deswegen hat er das so gemacht. Und das, das würde ich auch cool finden. Das würde ich auch haben. So, dann brauchen wir auf jeden Fall graue Wolle. Dafür. Oh, guck mal, da ist ein bisschen Kohle. Also hier den Boden werde ich auch nochmal ein tiefer ausheben, auf jeden Fall. Weil da brauche ich eine Spitzhacke. Und es wird auch schon wieder finster. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich gleich wieder. Oh, meine Tasche ist voll, oder what? Ja, Tasche ist voll, aber es macht ja nichts. Wir haben ja hier ein paar Kisten, ne? Hier sind ja ein paar Kisten, also sollte es ja kein Problem sein, irgendwo was loszuwerden. Ich glaube, ich gehe mal wieder schlafen. Wir könnten eigentlich auch im Baumhaus mal schlafen, ne? Das ist ja auch hier gleich um die Ecke. Da ist der Eingang. Zack. Oh, oh, oh. Ja, da oben ist schön die Skybridge. Da wollte ich ja auch eigentlich noch was machen, ne? Oder was heißt, da wollte ich noch eigentlich was machen, da will ich noch was machen. Und zwar will ich da ja mit einem Pferd hoch, dass ich dann über die Skybridge mit einem Pferd laufen kann und da dauerhaft ein Pferd stehen habe. So der Plan. So, einmal eine Runde im Baumhaus schlafen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Wir waren schon lange nicht mehr hier oben. Zwar doch letztens erst. Ja, da fing das. Alter, guckt euch das mal an von hier aus. Wie geil ist das denn, bitteschön? Cool. Ich wusste gar nicht, dass es so cool aussieht von hier. Wie sieht das aus mit dem. Ja, alles klar. Da gibt es gleich ein Hähnchen. Mhm. Das sieht gut aus. Du bist ja mutig. Mutig. Oh, guck mal von hier aus. Das sieht schon geil aus, wenn du so eine Möglichkeit hast, irgendwo ein bisschen erhöht irgendwo zu stehen. Das ist ja schon, das ist schon sehr nice, ne? Kannst du mal über alles rüberschauen und so. Das ist schon cool. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es von hier aus so geil aussieht. Da hinten ist das Villager-Dorf. Da sind ein paar Creeper. Creeper. Ja, sehr nice. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Also ich könnte mir echt vorstellen, hier auf dem Baumhaus auch ein bisschen mehr zu machen in nächster Zeit. Weil es einfach auch ein schönes Gebäude ist. Und man ja hier noch den ganzen Platz hat, den man für irgendwas gebrauchen kann. Oh, ich habe übrigens... Ah, das ist zu spät. Ich erzähle das in der nächsten Folge. Nicht, dass es heißt, dass ich mich wiederhole. Oh, aber eine Sache habe ich noch ganz, ganz wichtig vergessen. Ich hoffe, dass einige von euch noch bis zum Schluss zugucken. Am Samstag werde ich einen 24-Stunden-Stream machen. Von Samstag bis Sonntag. Von Samstag 9 Uhr bis Sonntag 9 Uhr. Für die es noch nicht mitgekriegt haben. Auf Twitch. Und ich habe jetzt momentan... Ich habe einen Sky-Server gefunden, der public ist. Und nach meinen Aufnahmen heute will ich den mal ausprobieren, wie der so ist. Ja, und da will ich dann den Samstag 24 Stunden durchstreamen und von dem Sky-Server aus am liebsten spielen die ganze Zeit. Mal schauen, ob das klappt. Ich hoffe, das haben jetzt noch einige gesehen. Wenn nicht, dann werde ich das, glaube ich, auf jeden Fall gleich in der Samstagsfolge. Ich werde nämlich auch jetzt alle 4 Folgen bis Dienstag durchgehend aufnehmen. Weil ansonsten schaffe ich das alles nicht. Genau, das ist der Plan. So, das hier alles wieder weg.
Hier haben wir noch ein bisschen Wolle, da ist noch ein bisschen Stein. Oh, ich habe Obsidian so viel in der Tasche. Wo ich so viel Obsidian her? Ich weiß es nicht. Gut, wir müssen auf jeden Fall die Geschichte hier auch noch abreißen. Da ist Stein. Ich weiß echt nicht, wo ich diese Obsidian... Wo habe ich denn so viel Obsidian her? Habe ich irgendwas damit gemacht? Ich bin mir nicht sicher. So, einmal den Stein weggerissen hier. Und dann werden wir uns hier einmal durchfräsen. Da kommt natürlich auch gleich wieder ein Stein, aber ich glaube, das war der... Oder es sind mit die einzigen, ne? Hier vorne, so viel ist hier jetzt gerade gar nicht. Ne? Na gut. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter buddeln. Die Schaufel ist ja auch gleich hinüber. Damit werden wir morgen auch noch weitermachen. Ich habe mein Essen nicht dabei. Wo habe ich denn mein Essen gelassen? Ich habe kein Essen mehr. Habe ich das hier reingeworfen? Nee. Ich habe nichts mehr zu essen dabei. Oh lol. Na guti, dann muss ich mal nach Hause laufen. Das machen wir aber morgen in der nächsten Folge. Und dann werden wir hier weiter graben. Noch ein bisschen tiefer alles ausgraben. Ich werde vielleicht schon mal ein bisschen mit Dreck gucken, dass ich das alles mal so ein bisschen provisorisch aufbaue. Obwohl, nee, wir machen nichts provisorisch. Wir machen das gleich anständig. Wir machen das gleich anständig. Ich muss mal gucken, wie ich das hier oben mache, weil da wird ja immer Wasser dann rausfließen. Aber das kriegen wir dann auch irgendwie auf die Reihe. Ja. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.